So, da bin ich auch schon wieder zurück. Arbeit, alle anderen Termine auch schon erledigt. Wir gehen natürlich wieder rein, erstmal in Mario Kart. Aber ich hatte ja gesagt, heute kommt auch Lost Ark raus. Ich zeige es euch mal ganz kurz, wann der Starttermin ist. Starttermin ist nämlich erst um 18 Uhr. Ich dachte eigentlich, ja, beeilst du dich, kommst schnell nach Hause, kannst das Spiel starten. Nee, Pustekuchen, ist erst um 18 Uhr Start für die europäischen Server. Ich denke mal, es ist mit Wartezeit zu rechnen, aber wir gucken es uns natürlich erstmal an. Weil ich habe schon gesagt, ich will nicht den Fehler machen wie in Fortnite. Das ist nämlich ein Spiel, was mir eigentlich schon Spaß macht, ist mit Quests verbunden. Ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, Diablo, WoW, so ein bisschen alles gemischt. Mal gucken, was uns erwartet. Ich habe mir extra auch noch keine Streams angeguckt. Ich will auch nicht gespoilert werden oder so. Von daher, wenn ihr Bock habt, guckt einfach bei Twitch vorbei. Drops müsste es, glaube ich, auch geben. Wenn ihr nicht wisst, was Drops sind, ihr müsst halt einfach mit Twitch verbunden sein und dann bekommt ihr noch extra Gegenstände dafür, wenn ihr mir dann zuguckt. Und dann würde ich sagen, ja. 18 Uhr Lost Ark, jetzt erstmal ein bisschen Mario Kart und in dem Sinne bis gleich.